Frank Salomon, in der Einladung war von Stadionneubau und vielleicht auch vom Heimspiel gegen VfB Lübeck die Rede. Und dann ist heute ein ziemlich überraschender Trainertransfer verkündet worden. Was hat letztlich zur Verpflichtung von Oliver Zabel als Trainer der Regionalligamannschaft geführt? Ja, dass die Pressekonferenz zunächst auf Derby ausgerichtet war, hat einfach den Grund, dass wir die Mannschaft unbedingt vor Verkündung dieser Neuigkeiten informieren wollten. Und das war nur möglich heute Nachmittag um 3. Ja, deshalb die kleine Irreführung. Aber insgesamt sind wir jetzt natürlich sehr froh über diese Verpflichtung. Ne? Unser bisheriger Trainer Daniel hat aus persönlichen Gründen eben entschieden, diesen Zeitaufwand, der einfach notwendig ist, in der Regionalliga nicht mehr so betreiben zu können. Wir haben uns umgeschaut und ich bin dann vor einigen Wochen schon erstmalig mit Oliver zusammengetroffen. Wir haben viele Gespräche geführt, auch mit anderen Funktionsträgern im Verein, mit Förderern von Phoenix Lübeck. Und dann ist es uns, einen Tag vor Weihnachten, ist es uns gelungen, diese Verpflichtung festzuzurren. Und ab heute beginnt dann eben das Zeitalter hier auch von Oliver Zabel und es unterstreicht, glaube ich, unsere Ambition, ja, dass wir unbedingt weiterkommen wollen im Fußball und in der Regionalliga eine tragende Rolle spielen wollen. Ein hochkarätiger Trainer ist das eine, die Entwicklung des gesamten Umfeldes das andere. Phoenix Lübeck ist inzwischen mit Stefan Schnurr als sportlichem Direktor, mit Daniel Safadi als technischem Leiter und mit Oliver Zabel als Fußballlehrer sehr, sehr gut ausgestattet. Ist das der erste Schritt zu einer größeren Entwicklung? Ja, zu so einer größeren Entwicklung, auch der Regionalliga-Fußball, wenn wir davon sprechen, dass wir in der Spitze spielen wollen, ist schon sehr anspruchsvoll. Wir wollen das jetzt aber nicht irgendwie nur an den Personen festmachen, dass wir jetzt hier nahtlos von Profifußball spielen. Aktuell haben wir kein eigenes Fußballstadion, sondern nur eine marode Sportstätte, die an allen Ecken auseinanderfällt. Das ist bekannt, dass wir uns darum bemühen, ein neues Stadion zu bauen. Dafür brauchen wir aber auch die Stadt Lübeck in allen Bereichen. Da sind wir in engen Gesprächen und hoffen auch, dass wir im Januar jetzt schon mal ein bisschen was verkünden können. Aber wir wollen das alles erstmal mit Leistung unterstreichen. Namen sind auch im Fußball dann irgendwie Schall und Rauch. Entscheidend sind die Spieler, was sie umsetzen von dem, was wir ihnen mitgeben können. Ja, und der Oliver Zabel wird ihnen viele Erfahrungen eben schon aus dem Profigeschäft mitgeben können, ist detailversessener Trainer, der ganz genau ins Detail geht. Und da müssen die Jungs viel arbeiten. Und wenn man viel arbeitet, kommt in aller Regel auch Erfolg dabei raus und den wollen wir. Herr Zabel, Frank Salomon sprach eingangs der Pressekonferenz von einem Paukenschlag, den Phoenix Lübeck heute verursacht hat. Was hat für Sie den Ausschlag zu dieser Entscheidung gegeben, den ersten FC Phoenix Lübeck in der Regionalliga zu trainieren? Im Grunde genommen drei Punkte. Das erste war die Chemie unter den Leuten, die sich auch schon sehr frühzeitig an einen Tisch gesetzt haben. Das war für mich von Anfang an der ausschlaggebende Faktor. Das zweite ist, dass es ein Projekt ist, das nicht nur kurzfristig geplant und angedacht ist, sondern auch zumindest eine Mittelfristigkeit impliziert. Und das dritte, und das bezieht sich so ein bisschen auf das Sportliche, das ist, dass ich eine Spielwiese vorfinde, in der ich oder auf der ich wirklich Spieler entwickeln kann und auch Trainer entwickeln kann. Und das macht die Sache für mich total sexy. Sie haben die Mannschaft ja schon einige Male beobachtet, unter die Lupe genommen, sich angesehen. Was sind die Stärken der Mannschaft, die Sie letztlich ja auch mit überzeugt haben? Die Stärken liegen hauptsächlich im mentalen Bereich. Ich glaube, dass die Mannschaft in sich gefestigt ist und deswegen auch stabil genug ist, um in den Abstiegskampf einzutreten. Und darüber hinaus habe ich bei jedem einzelnen Spieler extrem viel Entwicklungspotenzial nach oben gesehen, aber auch eine gesunde Basis, die einen überhaupt erst auch mit einer Mannschaft fußballerisch arbeiten lässt. Dann sage ich vielen Dank, Herr Zabel, und wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön.